es nicht mitgekriegt. Das ist natürlich jetzt ein bisschen nachteilig. Aber so ist es halt leider. Das hätten wir vielleicht nochmal anders transportieren müssen. Haben die hier immer noch nicht die Baustelle abgebaut? So, ich hoffe mal, dass ich in der Zeit bin. Dass ich den Schneider da auch rechtzeitig erwische. Müsste sich eigentlich ausgehen. Wie findet ihr es eigentlich, dass keine Musik bei mir läuft während dem Roleplay? Bitte mal in die Kommentare schreiben, einfach Rückmeldung geben, ob das in Ordnung ist, weil genug Sonstiges passiert vielleicht. Oder ob es ihr angenehmer finden würdet, wenn Musik laufen würde im Hintergrund. Zumindest, wie gesagt, so wie ich es früher auch hatte im Traktor. Es kommt auch zu nichts. Das Auto steht immer noch drin. Na, rufe ich den gerade mal an. Ah. Ups. Ist immer doof. Schaue ich gerade nochmal, was das kosten würde, weil so viel Kohle habe ich eigentlich tatsächlich nicht mehr. Hallo? Moin! Hi! Du, wie schaut's denn jetzt aus mit dem Jens Hacker? Gerade schlecht, ich bin gerade was heißt dringend, ja, Gespräch. Also, wann wär's denn was? Weiß nicht, ein paar Minuten. Okay. Kommen Sie dann bei mir vorbei? Zum Händler? Dann warte ich da. Oder rufst mich dann nochmal an? Ja, warte, ja. Wie gesagt, rufst mich dann an oder kommst zum Händler. Da bin ich. Jo, Marsch. Oh, tschö. Tschö. Ja, warte mal, dann rufe ich den Schneider nochmal an. Hallo? Hallo, Herr Schneider. Hallo. Können wir uns auch beim Händler treffen? Ja, da wäre ich jetzt schon. Ach, gut, ich auch. Wo bist denn du? Supi, dann können wir das auch gleich hier machen. Ja, also. Gut, dann legen wir mal auf hier. So. Gut. Erste Frage, wo ist Grünhausen? Da hier. Wie hier? Wo wir hier gerade sind. Nein, also. Das ist leider falsch. Kommen Sie mal auf die Seite. Achso, nee, da ist nichts. Wissen Sie, wo Feldkirchen ist? Feldkirchen müsste, warte, bei Edeka sein. Na, bei Aldi. Nee, das ist leider auch falsch. Ah. Wo ist denn Helmbergen? Das ist bei Aldi. Nee, das ist leider auch falsch. Also,
Herr Schneider, ich glaube, da müssen Sie noch ein bisschen üben. Sonst, wenn ich nach Helmbergen will, dann fahren Sie mich nach Feldkirchen. Das wäre ja ungeschickt. Ja, weil man sagt mir natürlich, willst du zu Aldi? Und er ist natürlich auf meiner Landkarte markiert. So. Also, ja, das mag ja sein, aber wenn ich zum Beispiel zu mir nach Hause möchte. Ja, dann die Richtung Süden, so zum Viehhändler in der Richtung, da weiß ich Ja, schon. müssten Sie wissen, dass Sie nach Grünhausen müssen. Ah, ist das Grünhausen? Jawohl. Ah, ja. Ja, wissen Sie, ich kann halt auch nicht schnell herum. Dem IHC. Ja, das So. ist wohl wahr, aber dann würde ich Ihnen vorschlagen, üben Sie noch mal bis nächste Woche. Okay. Und dann müssen Sie den Schein noch mal beantragen. Das macht jetzt allerdings 100 € an die Gemeinde. Oh. Ja, der Test kostet, ist ja logisch. Wir wissen ja, die Gemeinde will an die Gem Ostia, jetzt haben falsch. ja, ich weiß, überweise es weiter, kein Problem. Okay, tschüss. Ich muss mal ein bisschen Harmonika üben. Jo, bis dann, tschüss. Okay, das war wohl nix, Herr Schneider. Ah, der kommt. Ist das schon? Hä, hat er sein Auto umlackiert? Hat er das damals tatsächlich umlackiert? Ja, Tatsache. Ja. Hallo. Hast du tatsächlich damals dein Auto umlackiert? Ja. Aber hast du noch Strafe gekriegt oder nicht? Wovon? Na, damals wegen der Raserei oder so. Wo Nö. ich dir gesagt habe, du sollst dein Auto umlackieren. Nö. Nicht Ja. gegangen. Hast ja gut Glück gehabt, ist dann gut gelaufen. Dann was mit dem, wo der wegen Steuern oder so kam, was du erzählt hast, war auch nicht. Okay, dann ist ja gut. Okay. Dachte ich gerade, einer klaut meinen Traktor. Gut, also wie gesagt, ich bräuchte diesen Jens-Hacker und so eine Sprühdose. Die X. Alles mieten nicht. Hä, was? Alles mieten nicht. Ne, die Dose kannst du mir kaufen. Die mache ich auf dem Also. Trecker. Das ist besser, wenn die da ist. Hier einmal. Und diesen Jens auch gar nicht. Jo, den Den mieten. BA 705 ST oder den HEN 583Z. Ach so. Das ist jetzt natürlich die Frage. Warte mal, was kostet ein Frontlader für meinen Trecker? Der Frontlader müsste 1200 mit Farbfall sein. Nee, ganz klar. Nee. War eine Gabel. Was, Ja. warte, was kostet der Hacker? Kann ich mir den Frontlader noch leisten? Dann. Der Hacker kostet. Drei. Kommt drauf an, welchen Sie nehmen. Ja, den kleinen, wenn ich mir einen Frontlader kaufe. Aber ich weiß gar nicht, habe ich eine Frontladekonsole dran schon? Ja. Was, wo sind wir? Ja, ist dran. Frontlader mit Poldergabel würde machen 800. Dann würden Sie aber für den John Deere Frontlader nehmen, oder? Ja, klar, muss ich ja. 6200 mal 1,2. Dann bleiben noch 3000. 200. 3200. Was kostet der Hacker? 3000. 3264. Aber wenn du mir einen kleinen Rabatt gibst, dann würde ich alles nehmen. Oder oh, kommt die Pollende, pass auf. Ja, würde es, aber beim Mieten kann ich keinen Rabatt geben. Nee, beim Hacker, den miete mal den Hacker. Okay. Haben die ein neues Auto gekriegt? Weiß ich nicht. Das sieht so aus. Das kenne ich noch gar nicht. Guten Tag, die Herren. Hallo, Guten Herr Tag. Schomberger. Gut, den haben Sie jetzt gemietet. Gut, dann würde ich jetzt noch den Johnny Frontlader nehmen. Und die Poltergabel. Das kaufen. Poltergabel kaufen und.
Moment. Muss nochmal rechnen. 6400 mal. Nein, auch in so die grünen Wiebalkengabel, ne? Poltergabel. Achso, Poltergabel. Jo, bitte. Boah, Poltergabel. Wären 640 Steuer. Kannst du mal anrufen. Ja. Hans? Ja. Wird noch ein Feld kaufen für uns zwei, ne? Ja. Meine Mitarbeiter kämen dann, die würden das direkt ansehen. Mhm. Ja? Ja, welches denn? Mal gucken, eins oder zwei kaufe ich noch. Ich denke mal die 86 oder 84. Sagt der Volker im Hintergrund, so, ich höre das. Sag ihm mal, der fragt eins oder zwei. Du fragst welches und er sagt 1 oder 2. Ich nehme mal die 84. Alter, was denn nur? 86. Mal gucken. Nee, die 86 oder 84. Mal gucken. 84 finde ich praktischer, oder? Für mich. Die ist schön groß. Ja, für dich ist immer alles praktischer. Ja, das ist näher bei mir dran, weißt du? Doch größer, ne? Ja. Warte, ich rechne mal die Steuern daraus. Ja. Jo, könnt ihr mal auflegen? Kauf einfach eins. Ciao. Ja, ciao. Oh. Auch gut. Also den Frontlader wollte ich gerne, bitte. Ja. Die Steuern habe ich schon bezahlt. Was übrig bleibt, kriegst du als Gewinn. Beteiligung. Okay. Weil dann bin ich auf null. Also sie haben mir das bezahlt? Das können sie gar nicht. Ich bin gerade nicht in meinem Hof. Nee, die Steuern habe ich bis jetzt bezahlt. Ja, aber wo? Na, an die Gemeinde. Die Steuern kriegen sie ja nicht, die sie. Steuern immer bezahlt werden. Achso, ich dachte schon an mich. Also. Nee. Also das, was ich dann noch auf dem Konto habe, das kriegen sie. So. Dann überweise ich ihnen noch die Gewinnbeteiligung. Das ist ja auch ganz schön viel, muss ich schon sagen. Ha, kriegst mal, ich lass dir mal einen Kasten zukommen. So, dürfte ich dann jetzt dran? Ja, klar. Moment, ich muss meine Finanzen noch kurz stellen. Kam's an? Nö. Ja, Moment, da muss ich nochmal Geld überweisen. Geht denn das nicht? Wenn Sie nicht genügend Geld auf dem Konto haben. Ach, ich kann nicht auf Null gehen. Ist das Geld gelaufen, nicht? Jetzt. 300 konnte ich dir geben. Bisschen Spritgeld muss ich behalten. Also, dankeschön. So, Herr Peter, dann einmal eine allgemeine Firmenkontrolle. Volker? Ja? Ich muss dir mal was sagen, weil ich habe ein kleines Problem. Und zwar, ich werde wahrscheinlich müssen vorübergehend mal die Schäferei schließen. Also, ich werde wahrscheinlich müssen die Schafe verkaufen und die Maschinen. Warum das? Ich habe halt kein Geld, ne? Also du kannst einen Kredit nehmen, gell? Ja, wann kommt denn der da? Hat der Neumann dir nicht Bescheid gegeben? Nein. Ach, so ein Hampelmann, ey. Warte mal, ich kann auch gerade eine Prüfung bei dir machen. Dann kann ich dir sagen, wie viel Geld du kriegen könntest. Ja. Ich guck mal gerade in die Bücher rein. Ist heutzutage alles so easy, ey, mit den Online-Dingern. Also 164.000 plus 114.000 plus 1829 noch 30, 37, 40, 70, 70, 160, plus 160.000 gleich, mal 0,2 gleich. Man könnte es 84.000 Kredit kriegen. Ja, dann werde ich das ja müssen tun. Dann mache ich das. Ja, muss halt in Gesundheit. Danke. Kannst du mal gucken, ob du eher mal in ein Feld investierst noch, dass du ein bisschen Gewinn machst? Ja, würde.
Oder halt dir die Schafe weiter ranmachst. Also dann willst du den Kredit haben? Ja. Dann würde ich den gerade mal anweisen. 84 hatte ich gesagt, gell? Jo. Oder? 82. Ah, Volker, da stellst du was? Ne, 84 war's. Bin gerade im Gespräch, ich kann nicht. Guck dir, was der kleine Johnny zieht. Hä, warum kann ich das nicht? Ah, hier. Was zieht der über die Straße, aber auf dem Feld nicht mehr. Also 84.000. Gut. Zinsen sind 10%, das heißt, zurückzahlen müsstest 92.400. Ja. Die Kondition, wie du dir zurückzahlen musst, machst du bitte mit dem Neumann aus. Ja. Okay. Gut, also. Ja. Bis dann, ja, tschüss. Also Volker, das? Der Johnny über die Straße, übers Feld nicht mehr. Ja, was machst denn du auch? Der Johnny geht doch kaputt. Jo. Tschüss. Dann schreibe ich mir gerade mal den Kredit auf. Schneider. 84.000. 92.400. Rückzahlen. Und mein Kredit waren 117.800. 117.800 mal 1,1 gleich. Ich muss zurückzahlen 129.600. Alter, 130.000 muss ich zurückzahlen. Das ist auch nicht gerade wenig, aber. Franz, geh mal weg. Die Polente will wegfahren. Ich brauch die Polente. Ach so, dann musst du zu dem gehen. Ja, der ist nicht da.